Geschafft. Oh, hoffentlich endlich ist der Inhalt die Mühe wert und ich erfahre endlich was über den Verbleib meines Vaters. Jede Menge Unterlagen. Irgendwo muss doch diese verdammte... Ah, hier. Die Liste aller Teilnehmer am Tunguska-Projekt. Was auch immer das sein mag. Auf jeden Fall ist sie unterteilt nach Wissenschaftlern, Militär und Geheimdienst. Im Zug sind das schon über 100 Namen. In der Station weit über 1000. Was genau machen die denn alle? Naja, egal. Erstmal muss ich schauen, ob mein Vater an Bord des Zuges ist. Dann bin ich mal gespannt. Hinter einigen Namen sind Kreuze. Sind die alle tot? Ich kann nur hoffen, dass die Kreuze eine andere Bedeutung haben. Mein Vater scheint aber nicht auf der Liste zu stehen. Weder im Zug noch in der Forschungsstation. Bin ich jetzt deswegen beruhigt oder besorgt? Immerhin haben sie ihn nicht nach Russland verschleppt. Aber dafür ist meine einzige wirklich heiße Spur jetzt nur noch lauwarm. Ich werde mir mal die anderen Unterlagen anschauen. Vielleicht bringt mich das ja irgendwie weiter. Hier ist eine Mappe mit dem Titel Tunguska-Projekt. Die sollte ich mir mal näher ansehen. Jede Menge Formeln und wissenschaftliches Zeugs, bis ich das verstanden habe. Was? Was ist das denn? Hier steht etwas von einer Kalenko-Expertise. Die scheint tatsächlich von meinem Vater zu sein. Er hat wohl 1976 nachgewiesen, dass ein in der Tunguska-Region gefundenes Objekt außerirdischen Ursprungs ist. Aufgrund dieser Expertise hat dann die Regierung grünes Licht für den Ausbau der Forschungsanlage gegeben, um von der Öffentlichkeit abgeschottet Experimente mit dem Bruchstück durchführen zu können. Offenbar haben diese Experimente dann ergeben, dass man das Verhalten von Tieren beeinflussen kann, wenn man bestimmte Strahlungsfelder mit diesem Bruchstück modifiziert. Daraufhin wurde das Tunguska-Projekt ins Leben gerufen, um die Technik zu verfeinern. Dann kommen seitenweise Versuchsergebnisse. Die müssen da tausende von Tierversuchen gemacht haben. Nur mit welchem Ziel? Was versprechen die sich davon? Lässt sich das militärisch nutzen? Und damit hallo und herzlich willkommen bei Secret Files 2 Tunguska. Oh, hallo Oleg. Ich hoffe, es gibt gute Neuigkeiten. Was? Und Nina? Ist sie okay? Verdammt, wie konnte das passieren? Ich dachte, ihr passt auf sie auf. Ich will mich aber nicht beruhigen. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Und das Ergebnis... Ja, okay. Wo genau? Alles klar, bin schon auf dem Weg. So, wenn Sergejs Informationen stimmen, dann müsste dies das Militärkrankenhaus sein, in das sie Nina gebracht haben. Hoffentlich geht es ihr gut. Wie konnte es nur passieren, dass ein ganzer Zug entgleist? Man vermutet einen Anschlag. Aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. Du musst Nina da rausholen. Ich? Ja. Alleine stehen deine Chancen besser, nicht entdeckt zu werden. War sowieso schon ein Wunder, dass wir so einfach bis hierher gekommen sind. Ich habe zwar extra einen großen Bogen um die Forschungsstation gemacht, aber so dicht dran hatte ich schon fast damit gerechnet, dass uns das Militär abfängt. Okay. Und wie komme ich jetzt da rein? Lass dir was einfallen. Prima. Aber schon mal vielen Dank fürs Herbringen. Ohne dich hätte ich das hier nie gefunden. Gern geschehen. War doch selbstverständlich. Du machst dir ziemlich Sorgen um Nina, oder? Ja, hoffentlich ist dir nichts passiert. Du magst die Kleine wirklich, oder? Ja, sie ist toll. So was Wunderbares ist mir noch nie passiert. Hey, aufwachen, Junge. Träumen kannst du, wenn du Nina da rausgeholt hast. Ja, du hast recht. So, nun aber los. Viel Zeit bleibt uns nicht. Ich warte hier, falls du irgendwie Hilfe brauchst. Ach ja, denk dran. Nina ist unter dem Namen Perkova unterwegs und wohl auch unter diesem Namen eingeliefert worden. Und jetzt viel Glück. Danke, das werde ich wohl auch brauchen. Uiuiui, das sind ja ganz neue Züge, die wir hier hören. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, hallo zur nächsten Let's Play-Folge von Secret Files 2 Tunguska. Leider hat mich dann doch die Musik, die ja eigentlich abgeschaltet ist, etwas überstimmt. Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt hören konnte. Nach etlichen Versuchen habe ich dann endlich mal den Save aufbekommen. Und ja, ich gebe zu, dass ich doch irgendwie fast wahnsinnig geworden bin. Eine Stofftasche haben wir hier. Ein Telefon haben wir auch hier, das ist gut. Wen sollten wir anrufen? Die Polizei vielleicht, aber das bringt uns jetzt aktuell natürlich noch nichts. Achso, das bin ich hier.
Der gute Max, der sich anscheinend ein wenig in unsere liebe Nina verguckt hat. Wirkt ziemlich unheimlich, mehr wie ein Geisterschloss. Ich sollte Nina da schnellstens rausholen. Krankenwagen, Gegensprechanlage. Eine Gegensprechanlage. Und ich dachte immer, in so abgelegenen Regionen gäbe es nicht mal Strom. Okay, also ich denke mal, dass wir das jetzt nur über die Gegensprechanlage machen können. Scheint ein Krankenwagen zu sein. Die Schrift darauf ist russisch, kann ich nicht lesen. Aber da steht ein Telefonsymbol mit einer Nummer daneben. 03112. Das schreiben wir direkt mal auf. Behalten kann ich es eh nicht. Aber vielleicht bringt uns das noch weiter, beziehungsweise vielleicht müssen wir den auch mal anrufen. Ja? Was sage ich denn jetzt? Schönen guten Tag, ich mache hier in der Gegend Urlaub und bin zufällig vorbeigekommen. Sieht toll aus, ist bestimmt alt, oder? Kann ich mir das Haus mal aus der Nähe ansehen? Was? Ich bin großer Fan von Gebäuden aus der Zarenzeit. Sonst geht's aber noch, oder? Das ist hier ein Krankenhaus, kein Museum. Ja und? Ich will's mir doch nur mal ansehen, dauert auch bestimmt nicht lang. Hier gibt's ja sonst nicht so viele interessante Gebäude. Ich kann auch nichts dafür, dass Sie am Arsch der Heide Ihren Urlaub verbringen. Hier können Sie auf jeden Fall nicht rein, wenn Sie nicht gerade Arzt oder kurz vorm Sterben sind. Und nun lassen Sie mich in Ruhe, ich will mir das Fußballspiel weiter ansehen. Er hat einfach die Sprechanlage ausgeschaltet. Das mit dem Architekturtouristen gehörte wohl nicht gerade zu meinen besten Ideen. Fürs nächste Mal merken, mit Kunst kommt man nicht weit. Okay, also als Arzt können wir uns verkleiden. Was ist hier mit der Stofftasche? Nee, nicht benutzen. Eine Einkaufstasche aus Stoff. Schade, ich dachte, dass wir da vielleicht irgendwie Klamotten drin haben oder so. Ach, die können wir ihm geben, okay. Als provisorischer Verband könnte es wohl reichen, wenn Oleg verletzt wäre. Aber außer zwei Fingern und einem sympathischeren Auftreten fehlt ihm ja derzeit nichts. Okay, dann können wir vielleicht anrufen. Den Wagen rauszulocken mag eine gute Idee sein, aber erst einmal brauche ich eine plausible Begründung, warum ich die hier antanzen lassen will. Ihr Handy ist aus, habe ich vorhin schon versucht. Okay. Den Wagen raus. Ja, dann lasst uns doch nach einer plausiblen Erklärung suchen. Können wir mit Oleg ja noch sprechen? Was ist denn irgendwas passiert? Wird schon nichts passieren. Ich warte hier. Und falls der Alarm losgeht, tritt Plan B in Kraft. Und der wäre? Das überlege ich mir zu gegebener Zeit. Und jetzt sieh zu, dass du da reinkommst. Na, das ist ja nett. Ah, da ist noch ein Busch. Den habe ich noch gar nicht gesehen. An dem Strauch hängen kleine rote Beeren. Mein Arzt sagt immer, ich soll mehr Früchte essen. Naja, vielleicht ist mehr Früchte pflücken ja schon mal ein Anfang. Okay, können wir die jetzt? Nun habe ich eine löchrige Tragetasche mit hässlichen roten Flecken. Ja. Hier, bind dir das mal um die Hand mit den fehlenden Fingern. Wenn der Sanitäter nicht so genau hinsieht, können wir ihm vielleicht vorgaukeln, du hättest die Finger gerade erst verloren. Dann können wir ja theoretisch anrufen, oder? Hoffentlich funktioniert mein Plan. Hallo, hallo, ich hab... mein Freund hat sich schwer verletzt. Ich befürchte, dem fehlen ein paar Finger. Ja, ich stehe an der Bushaltestelle vor dem Krankenhaus. Bitte schicken Sie schnell jemanden vorbei. Ich glaube, der verblutet. Ja, aber machen Sie schnell. So, dann wollen wir mal hoffen, dass Olegs schauspielerische Qualitäten ausreichen, um den Krankenwagenfahrer von seiner Geschichte zu überzeugen. Im Hof bin ich schon mal. Jetzt muss ich nur noch Nina finden. Ja, nur noch ist gut. Okay, wir haben ein Rohr. Scheint ein Abwasserrohr zu sein. Es führt ins Obergeschoss. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, aber da will der nicht hochklettern. Die Lampe beleuchtet den Kellereingang. Ah, was steckt denn da? Leere Spritzen. Verschmierte Verbände und ein Finger.
Ob ich den Oleg... Nein, besser nicht. Okay, eine Schere ist eigentlich immer gut. Leere Sch... Ja, ich weiß. Abgeschlossen. Ja, was auch sonst. Können wir denn noch irgendwo drauf... Oh, ich wusste... Aber Schatten? Hilft uns das weiter? Irgendwas wirft diesen Schatten. Irgendwas hier ganz in der Nähe. Ja, das bringt uns so nichts, wenn der nicht da hochklettert. Das Problem ist... Ich habe jetzt auch nichts übersehen, ne? Nee. Das Problem ist, dass er wahrscheinlich auch nicht nach vorne gehen wird, oder? Ah, geht er doch? Okay. Nicht gerade das neueste Modell, scheint aber ihren Zweck zu erfüllen. Okay, vielleicht, obwohl mit dem Wagen kommen wir da wahrscheinlich nicht rein. Sieht nicht gerade wie ein typischer Krankenwagen aus, mehr wie ein Militärfahrzeug. Aber was machen die hier, so weit weg von jeglicher Zivilisation? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Da ist der Eingang. Bringt uns das was, wenn wir jetzt zum Eingang gehen? Ich gucke vorher nochmal, ob ich hier irgendwas... Ich kann nichts mehr anklicken. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, da so einfach reinzuspazieren. Hätte ja sein können. Okay. Ihr Handy ist aus. Habe ich vorhin schon versucht. Okay, also er versucht nur noch sie anzurufen. Satellitenschüssel können wir auch nicht manipulieren oder so. Dann gehen wir nochmal zurück. Können wir auch nicht kaputt machen oder uns da irgendwie reinwuseln oder so. Ja, können wir quasi gar nichts machen. Im Tagebuch, denke ich mal, wird auch nichts drinstehen. Die Befreiung. Ja, Rätselhilfe hat ja bisher super funktioniert. Also die Sachen, die da drauf sind, kann ich auch nicht. Kann ich hier nicht irgendwie... Okay, mein Apparat wegwerfen kann ich auf jeden Fall nicht. Gut, beziehungsweise nicht gut. Ich denke besser nicht darüber nach, was für Eingeweide damit schon entfernt wurden. Du sollst auch nicht darüber nachdenken, du sollst diese Schere für irgendwas Sinnvolles nutzen. Darum geht es ja. Oh, sorry Leute, ich glaube, ich war gerade mit dem Mauszeiger etwas zu weit außerhalb vom Bild, weil ich nämlich jetzt komplett umgesprungen bin auf meinen Desktop. Da wollten wir natürlich nicht hin. Kann man denn hier nicht hin? Da war kein Fall mehr, ne? Das ist schlecht. Ja, da können wir im Moment quasi wirklich nichts machen. Das finde ich jetzt allerdings ein bisschen doof. Wir haben auch nicht wirklich viel, was wir machen. Ihr Handy ist auch. Ja, ich weiß. Aber du kannst die Schere ja auch für nichts gebrauchen und nichts. Nicht gerade das Neueste. Ich weiß, aber du machst ja, du kannst ja auch nichts durchschneiden. Ich kann hier nicht weggehen. Ich muss es ja irgendwie schaffen. Ich meine, das scheint ja jetzt kein Geheimgang hier zu sein. Obwohl es ja irgendwie schon so aussieht. Aber ich muss es doch irgendwie schaffen können. Er meint ja, der Schatten, der... ist von irgendwas... Irgendwas wirft diesen Schatten. Irgendwas hier ganz in der Nähe. Da ist ein Schlüssel in der Lampe. Seltsames Versteck. Aber immer noch besser, als ihn unter eine Fußmatte zu legen. Okay, es kann so einfach sein. Der Schlüssel ist durch die permanente Wärmeeinstrahlung der Lampe ganz schön heiß geworden. Mit bloßen Händen möchte ich den nicht unbedingt anfassen. Dann verstehe ich, warum wir die Schere haben. Damit sollte es gehen. Beziehungsweise, ja, es ist keine Schere, es ist, ach, wie nennt sich das Ding, wo man die Tupfer mithält, da diese komischen Zangen. Passt. Ab in die Höhle des Löwen. Perfekt. Hoffentlich ist keiner im Keller. Ich habe immer gedacht, dass von oben irgendein Schatten runterfällt. Das ist jetzt so einfach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Flaschen sind alle nur mit chemischen Formeln beschriftet.
Solange ich nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, lasse ich besser die Finger davon. Warst du so schlecht in Chemie, oder wie? Da sind jede Menge Medikamente und chemisches Zeug drin. Okay, da lag gerade aber noch irgendwas auf dem Diktiergerät. Ein Diktiergerät. Vielleicht ist ja was von Nina drauf zu hören. Patient 1835. Schwere psychische und neuronale Störungen. Derzeit im Dämmerzustand. Während des Beobachtungszeitraumes äußerten sich die Symptome in optischen und akustischen Halluzinationen, reflexartigen Muskelkontraktionen und Harninkontinenz. Hinzu kommen psychogene Reaktionen, temporäre Amnesie, partielle Lähmung der Gesichtsmuskulatur und Augenflimmern. Durch äußere Einwirkung verursachte Schläfenlappenbeschädigungen, Fraktur des rechten Handgelenks, diverse Prellungen und Hämatome im Kopf- und Armbereich. Mit Ausnahme einiger äußerer Verletzungen im Großen und Ganzen also ähnliche Symptome wie bei den anderen Patienten. Der Bericht ist schnellstmöglich anzufertigen und nach Moskau zu faxen. Mist, die Batterien scheinen ihren Geist aufzugeben. Das hört sich aber ganz schön übel an. Was soll »wie bei den anderen Patienten« bedeuten? Heißt das, diese Bewusstseins- und Verhaltensstörungen treten hier bei vielen Leuten auf? Wenn ja, was ist dann die Ursache dafür? Ich sollte auf jeden Fall Nina davon erzählen, denn irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es mir definitiv nicht gefällt. Ganz und gar nicht gefällt. Also ich wäre jetzt so clever gewesen und hätte jetzt mit dem Handy aufgenommen, was aus dem Diktiergerät gekommen wäre und hätte das dann als Nachricht an Nina geschickt. Aber ich glaube, so weit denken die in diesen Spielen gar nicht. Wahrscheinlich ist er kaputt und steht deshalb hier rum. Ja, vielleicht funktioniert er aber noch und man kann ihn mitnehmen. Wer weiß, also da werden wir wahrscheinlich nie hinterkommen. Handventilator? Den packen wir mal ein. Keine Ahnung, wofür der noch gut sein könnte. Hier scheinen die Krankenakten drin zu sein, alphabetisch sortiert. Vielleicht finde ich heraus, was die mit Nina gemacht haben. K. Kach. Kaio. Kam. Scheinen keine Akten über Nina drin zu sein. Oleg sagte ja, Nina sei unter falschem Namen gereist. Wie war der doch gleich? Per Cover. Schauen wir da mal nach. P. Pal. Per. Peris. Peris? Paris Manuel. War das nicht der Typ, der damals zusammen mit Ninas Vater an dieser Tunguska-Expedition teilgenommen hat? Und der war auch hier? Interessant. Das sollte ich mir mal näher ansehen. Wenn mich meine rudimentären medizinischen Kenntnisse nicht täuschen, steht hier was von schweren Verhaltens- und Bewusstseinsstörungen. Offensichtlich hat sich dieser Paris sehr sonderbar verhalten und wies keinerlei Symptome bekannter Krankheiten auf. Naja, das ist ja Ewigkeiten her. Mittlerweile sollte doch die Forschung... Man hat anscheinend versucht, der Krankheit auf die Spur zu kommen, indem man Experimente an ihm durchgeführt hat. Bei vollem Bewusstsein die Schädeldecke, das ist ja grauenvoll. Stromschläge, Zwangsjacke, Schocktherapie. Das liest sich ja wie ein mittelalterlicher Folterbericht, aber offensichtlich hat der arme Kerl das Ganze überlebt. Er wurde dann vor wenigen Wochen auf Antrag einer gewissen Dr. Nicole Charleroi in seine Heimat überstellt, nach Kuba, in einen kleinen Vorort von San Cristobal, westlich von Havanna. Offenbar hat sich dieser Paris trotz seines erbärmlichen Zustands so stark gewehrt, dass sie ihm die doppelte Dosis von Phenylcyclidin-Piperidin gegeben haben. Ist, glaube ich, ein Narkosemittel, das mittlerweile verboten ist. Schon seltsam. Da liegt dieser Paris hier fast 30 Jahre rum und plötzlich überweist man ihn nach Kuba. Und kurz danach verschwindet auch noch Ninas Vater spurlos. Würde mich stark wundern, wenn es da keinen Zusammenhang gäbe. Nur welchen? Ja, welchen, das werden wir auf jeden Fall nicht mehr in dieser Folge erfahren. Ich schau mal eben, ob ich hier noch irgendwas anklicken kann. Nee, sonst kann ich nichts mehr anklicken. Ich denke auch mal, dass man jetzt hier nichts kombinieren kann. Nee. Also, wir werden der Sache natürlich auf jeden Fall auf den Grund gehen. Aber ich habe da so ein bisschen Gefühl, dass wir dahinter jetzt wahrscheinlich noch Schwierigkeiten bekommen, zu anderen stoßen werden. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir sind ja aktuell im Keller, aber wir müssen ja irgendwie aus dem Keller raus. Und da wir jetzt schon an die 20 Minuten dran sind, würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut und werden dann in der nächsten Folge dem Geheimnis weiter auf die Schliche kommen. Hoffe ich zumindest.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.